Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo, Exalted Healer. Willkommen im Stream. In einer Runde amtliche Rimworld Action. Tag 3 sind wir schon dabei. Und gerade ist ein Raumschiff gelandet. Du hast gefragt, was man mit Hawk machen soll. Naja, Sprengstoff, okay. Musst du angreifen, da kommen immer wieder neue raus. Angreifen, sagt auch Enter. Wenn ihr von Dark sagt, von der Spieltiefe genau gleich, nur etwas älter. Hi, hi, hello. Gibt immer eine gute Waffe und dann zerstören. Du solltest lieber Abstand halten. Wie jetzt? Erst angreifen, dann Abstand halten? Was jetzt Ente? Demon sagt, Jup, haut drauf. Geh mal, Vari, und schmeiß mal sie über den Jordan. Ja, ein Raumschiff ist abgestürzt. Kennst du Rimworld? Exalted Healer? Es hat eine Überlebenssimulation mit Aufbaukernen. Und ab und zu gibt es Gefahren, wie zum Beispiel Feuer, Blitze, verrückte Tiere, verrückte Menschen und auch Raumschiffe, die abstürzen und dann ein verrücktes Brummen aussenden. Da kommen dann Mechadroiden raus und die sind nicht freundlich gesinnt. Drachi. Wie fit bist du? Bräuchtest eigentlich Erholung? Drachis am Forschen, okay. Ist auch so ein Alleskönner, unser Drachi, der macht auch bei allem mit, außer beim Tragen. Der Arzt möchte auch nicht so gerne spielen. Forscher 10 von 20, nice. Da haben wir 12 und da haben wir auch nochmal 12. Dago macht die Skulptur. Verzehrt leckere Mahlzeit. Franchi, ruf mal ganz kurz die Stadt am Bach. Mich würde nur mal interessieren, was wir da alles handeln können, jetzt wo wir positiv gestimmt sind mit denen, weil wir denen einen Kolonisten zurückgegeben haben. Misstrauisch und fragt nach dem Begehr. Okay, dann müssen wir wirklich 300 Gold hergeben, um 16 Ruf zu kriegen. Finde ich ein bisschen heftig, vor allem weiß ich nicht, was die, wie viel Ruf wir brauchen, um mit denen dann verhandeln zu können oder was anzubieten. Also das finde ich ein bisschen zu teuer im Moment noch. Tiere. Training 1 von 2 bei Lashes. Melissa. 0 von 2. Die brauchen noch ein bisschen. Sai kocht wieder mal Menschen und wird sich dann wieder super freuen. Kannibalismus gekocht. Leiche gegessen. Jemand, der auch gar nicht noch. Sehr kalt. Zeig. Beruhig dich. Ganz cool. Du schaffst das. Schießen 3. Schießen 1. Schießen 1. Was machen wir? Greif mal an. Drachi, du hast... Schauen wir uns mal deine Waffe an. Eine Schrotflinte. 99% intakt. Schaden 20. Wie schaut es mit dem Bogen aus? Der macht Schaden 18, hat aber eine höhere Reichweite. Also einer mit Bogen, einer mit Überlebensgewehr. Schaden 18, genau. Pilar, Stahl, da haben wir nochmal einen Langbogen. 1832, okay, ist genau dasselbe. Scharfschützengewehr. Schaden 40 und Reichweite 45 auf MZ 4 Sekunden. Aber das wäre natürlich gar nicht so schlecht, so ein Scharfschützengewehr. Vielleicht wirklich den besten Schützen, zum Beispiel Drachi, so ein Scharfschützengewehr. Eh aus der Distanz dann angreifen lassen und draufballern. Und diese Schrotflinte kriegt irgendwer anderer. Mach das mal. Schnapp dir mal ein Scharfschützengewehr.
Das ist übrigens schlecht und das ist normal. Wir haben noch eine schwere MP. Die macht einen Schaden von 10, hat aber natürlich, die kann man dann öfter abfeuern. Überlebensgewehr, Pieler, die ganzen Stahlmesser. Splittergranate macht auch einen schönen Schaden von 40. Vielleicht rüste ich einfach noch einen mit dieser Splittergranate aus. Der läuft rein, haut die rein. Während die anderen draufballern. Und Drachi, schnapp dir mal das Scharfschützengewehr. Hallo Uhihu, Uhayo. Juhayo, Uhihu. Willkommen im Stream. 50 Follower? Cool, danke Drachi. Dankeschön für die Info. Geil. Und vielen Dank, Leute, dass ihr mit dabei seid. Das ist echt cool. Freut mich megamäßig. Danke, danke, danke. Hawk, was ist mit dir? Hast du nicht Bock, zu uns zu kommen? Du Dubel? Na gut, schießen kann der eh nicht. Sweetie kann Schuss 4. Dann schnapp dir mal die Splittergranate. Klack. Und Demon. Dagomi, Dagomi, Concealer, Demon. Demon? Trägt Mais? Nö, gerade nicht. Du darfst die Schrotflinte ausrüsten. Und dann wird's lustig. Dann haben wir eine Splittergranate. Eine Schrotflinte und ein Revolver. Ich überlege, ob die Splittergranate nicht jeder schießen kann. Ob das nicht zum Beispiel auch jemand machen könnte, der nur eine Fähigkeit von 3 hat. Also beispielsweise Kenny. Ob Kenny einfach mitkommt, die Splittergranate ballert. Und dabei oder mit seiner Pistole rumballert, während Sweetie die Granate schießt, dass wir auf jeden Fall zu viert dorthin laufen. Und dieses Raumschiff da mal kalt machen da drüben, was gerade gelandet ist. Mal wieder in den Chat schauen. Da können noch 1000 Füßler rauskommen, die gehen ab. Das kann man vorstellen. Die werden wahrscheinlich ziemlich schnell sein. Mit Fernkampfwaffe so weit wegstellen, dass du gerade so triffst. Okay. Dann sollte ich vielleicht mit 2 Scharfschützengewehren losziehen. Jo, mein Volvik, was? Volvik stimmt nicht ganz. Ich habe derweil 8 Bewohner. Und ja, der Aufruf geht nach wie vor. Ihr könnt euch gerne einen Namen sichern. Also ich habe schon einige Stream-Zuschauern benannt. Drachelin, Kenzilla, Saik, Sweetie, Demon und Dagome. Frenchie und Salt wären auch zu haben. Das heißt, wenn es ihr sagt, als Zuschauer, ihr wärt gerne dabei, dann kann ich diesen Frenchie zum Beispiel gerne nach euch umbenennen. Müsst aber wissen, Frenchie hat 2x einen grauen Star, ist sozial voll gut drauf, also ist super im Überzeugen von Leuten, außer bei Hawk. liebt es sehr enthaltsam zu leben, also steht da auf diese Bude da. Weil die am miesesten ist. Ja, und Salt hat
hatte mal die Pest, ist mal voll durchgedreht, ausgerastet, rumgelaufen, sich nackt, glaube ich, ausgezogen. Das haben eh schon mittlerweile alle gemacht. Und das ist Salt. Also in die Kommentare, wenn ihr mit dabei sein wollt, wenn ich euch mit einbauen soll, statt Franchi oder statt Salt. Organ entnehmen und Leiche kochen, ja, beste Suppen. Ich bin echt sympathisch. Sympathisch, okay, danke. Abzugfinger juckt schon, ja, ja, Demon Drachi, ihr macht das gleich. Du bist eine Werf, ich merke schon. Geil, geh mal rauf, okay. So, jetzt muss ich nur schauen, was habt ihr gesagt? Gibt jemand die Schrotflinte? Oder wollt ihr beide? Wir könnten nämlich auch beide mit dem Scharfschützengewehr. Ihr könnt jetzt auch beide das Scharfschützengewehr haben. Und dann beide aus der Ferne draufballern, dass ihr sie gerade so erreicht, die Sense. Vielleicht ist das eine gute Idee. Wenn sie 1000 Füßler sind, sind sie halt ein bisschen am Arsch. Naja, das geht's halt dann zu erkunden, nicht wahr? Wo ist denn jetzt wieder Demon? Demon? Rüstet sich mit Schrotflinte aus? Nee, du nimm dir auch das Scharfschützengewehr. Sweetie, nimm dir die Schrotflinte. Und Kenny ist erstmal. Und danach Splittergranate ausrüsten. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das wird spannend werden. Wollt ihr euch noch einmal alle ausruhen? Drache schläft schon. Braucht auf jeden Fall Erholung. Kenny rüstet sich aus. Der bräuchte eigentlich auch Erholung. Vielleicht kommen die Schlangen ja auch mit und kämpfen mit. Kenny ruht sich aus. Ruht euch mal aus, macht's das mal. Zusätzlich müssen wir schauen, ob wir noch irgendwelche besseren Rüstungen haben. Muffalo Wolle Shirt, Alpaka Wolle, Alpaka Stoff. Ich glaube, haben wir keine Hüte oder haben sich die einfach schon alle mit Hüten ausgerüstet? Gibt es wieder Menschenfleisch? Zeig wird sich wieder super freuen, wird wieder eine super Laune haben. Also Kenny hat eine Mütze. Hat ansonsten auch alles ausgerüstet. T-Shirt, Jacke und Hose. Sweetie. Nur eine Mütze und eine Kleidung. Wie wäre es mit einer Hose? Erzwinge Hose gut anzuziehen, oder? Ah, da 42%. Sieht doch ganz gut aus. Zieh dir mal die Hose an, Sweetie, bevor wir losstarten. Minus 7 durch dieses Brummen. Ah, okay, und das wird dann immer stärker. Und immer weniger auszuhalten. Gut zu wissen. Hose und Mütze, schäbig, was haben wir sonst noch, übel, überlegen. Dann zieh dir mal die Stammeskleidung von den Teufelsgarnern. Dann laufst du als roter Rech herum. Also du magst nur eins, oder? Ach, okay, alles klar. Dafür gibt's keine Hose bei dir. Gut zu wissen. Trägt nicht gerne Hosen.
Magst gern außen, magst gern ein bisschen lüftiger, das Witty. Das ein bisschen mehr hängt. Wie schaut die ganze Kleidung bei Drachi aus? Mütze, T-Shirt, Jacke, Hose, sieht gut aus. Und bei Demon? Der hat auch alles mit dabei, okay. Geil. Geil, geil, geil. Jungens, es wird ein Spaß. Das Zimmer nennt man nicht geordnetes Chaos. Welches Zimmer meinst du? Da war alles. Das hier? Ist doch nett, oder? Ist doch schön geordnet. Sieht doch gut aus. Die Honks könnte man da auch noch ausziehen. Die haben ja vielleicht auch noch das eine oder andere. Da sehe ich schon einen Helm von einem Hayden. Ziehen wir den mal aus. Wie geil Sweetie ausschaut. In dem roten Rächer-Outfit. Und sie sollen auf jeden Fall hinter einer Wand in Deckung gehen. Klingt gut. Sniper for the win. Was streame ich sonst noch? Aktuell Project Zomboid und jetzt Streambird. Project Zomboid eigentlich, weil es mein Lieblingsspiel ist, und Rimworld, weil mich der Kenny da drauf gebracht hat und ich das mega feier. Ich finde das richtig cool, das Spiel jetzt aktuell. Deswegen streame ich auch gerade den dritten Tag hintereinander. Normalerweise einmal die Woche, aber das Spiel verleitet mich echt gerade zu mehr. Morgen und übermorgen wird es leider nicht klappen, dann muss ich dann wieder ein bisschen soziale Dinge pflegen, aber nächste Woche bin ich wieder dabei mit Streamen. Und heute machen wir auch noch ein bisschen, vor allem möchte ich das Brummen da hinten mal loswerden. Demon, lass mal den Mais fallen. Ich hoffe, dir geht's doch einigermaßen gut. Naja, geht so. Drache, könntest du dich ausruhen? Ein bisschen? Ja, das sieht doch gut aus. Also, aufstehen und daherlaufen. Drachi, Demon, auf geht's, Jungs, auf geht's, bringen wir das Brummen zu schweigen, bringen wir das abgestürzte Raumschiffteil zum Jodeln. Sweet, ich hoffe, du bist gut drauf. Naja, geht so. Auf mit dir, darauf. Und Kenny, muss ich aber sagen, würde ich eigentlich ungern gehen lassen. Weil Kenny, unser Typ ist, der die Base am besten bewachen kann. Vor allem, der ein Arzt ist. Also so irgendwas, dass sie die Binsen gehen. Wäre es blöd, wenn wir den Arzt rausschicken. Ihr seid haut drauf, ihr seid das gewohnt, aber Kenny? Kenny ist doch arm. Ich glaube, ich werde Dago schicken. Dago, schnapp dir eine Splittergranate. Und zeig, was du drauf hast. Dann kann Kenny pennen. Eine Skulptur? Dabei mal nicht. Wir laufen darauf und machen uns dann vielleicht eine Tausendfüßler-Skulptur, je nachdem, was da rauskommt. Aus diesem Teil. Los, Jungs. Ihr vier
Drachi, Sweetie, Demon und Dagome. Ich bin mega gespannt und ich habe keinen Plan, wo wir uns verstecken könnten. Und die Boomerloops gehen wir da ein bisschen auf die Nüsse. Die könnten... Die könnten jetzt mega in Schussreichweite sein. Schauen wir mal. Vor allem die schießen wir an, die laufen dann zu uns, explodieren bei uns. Ich bin gespannt, wie das klappt. Ich bin sehr gespannt, wie das klappt. Es kann ja fast nur in die Binsen gehen. Aber ich werde mich da hinten aufstellen und werde auf die Boomerloops oder werde auf das Schiff feuern. Und wenn die Sensor auch feuert, hoffe ich, dass die Boomerloops trifft und dass die Sensor angreifen. Ich schaue noch einmal in den Chat, bevor es losgeht. Exalted muss off, noch einen schönen Abend. Dankeschön dir auch.